Zorro, bitte. Was tust du hier? Ich helfe dir mal kurz ein bisschen. Er hat den Hafen fast eingenommen, alleine. Oh. Der Höschendieb ist geflüchtet. Haben wir jetzt verloren? Nein, haben nicht verloren. Geht mal alle weg hier. So, mit euch. Der Perverse läuft amok. Sachen, die ihr nur in One Piece hört. Ah, jetzt ist ein neuer Höschendieb da. Random Marinekommandanten. Wer arbeitet jetzt hier eigentlich mit wem zusammen, Ende? Tja. So. Hä? Will Frankie schon wieder kämpfen? Verdammt, da. Ja. Ich treffe doch nicht. Ja, die Szene ist schon super. Ja, wow. Gut getroffen, Robin. Uff. Mit Robin treffen. Gegen einen Gegner. Oh, eine Güte. Das tue ich. So. Treffe ich dich von. Meine Güte, so weit geflogen. Von hier aus vielleicht mal richtig? Ja, das hat gut getroffen. So. Und weg mit dir. Okay, Zorro hat da unten auch nochmal so ein bisschen was geschafft. So, da hinten willst du jetzt hin. Okay. Bitte lass mich das jetzt endlich mal schaffen. Immer unterwegs noch die ganzen Marinekommandanten mit. Und immer schön der Zoom auf die Brüste beim Special. So, mit dir. Erschien. Ah ne, da unten ist einer erschienen. Weißt du, du könntest den Weg um dieses Gebiet herum nehmen, aber nein. Der liebe Herr Dingens hier, wer ist der? Der Höschendieb möchte natürlich durch dieses Gebiet, wo die ganzen Marinesoldaten so drin sind. Weil das cooler ist oder so. So. Kann er bitte mal stehen bleiben? Oh, das war nett von ihm, in meine Faust reinzulaufen. So, wir waren weggeschmissen. So. Er hat auch nicht mehr so viel, der Höschendieb. So, und Frankie, die dritte. So, und weg mit dir. Plötzlich explodiert hier alles. Lauf, Höschendieb. Lass dich nicht aufhalten. Moment, wieso läufst du wieder unten raus? Du musst... Wisst ihr? Dieser Höschendieb, ne? Der hätte einfach, so wie ich, hier dran vorbeilaufen können. Nein, was macht der? Er läuft erst einmal in diese Festung rein, um sich dort mit den Marineleuten anzulegen, um dann hier wieder rauszulaufen. Like,
Wieso? Dong, dong. Das hat fast getroffen. Bong. Bong. Die Attacke ist gerade schon ziemlich praktisch, muss ich sagen. Gegen einen Gegner, wenn der wirklich nur hier rumsteht. Das macht sogar richtig guten Schaden. Oh. Wird eingenommen? Wie geht's denn da hinten so der... im Gebiet? Kannst du jetzt endlich herkommen? Ist echt nicht mehr so viel Energie hier drin. Moment. Jetzt komm endlich, du dummer Höschen-Dieb. Oh, Frankie. Lauf, Dieb. Lauf. Tell auch so. Ist auch noch hier noch am Röcheln hier mit seinen letzten Kräften. Okay, Mission geschafft. Ewig gedauert gefühlt. Frankie, again. So. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Ich wollte dich anvisieren. So, also weg mit allen. Wo ist Frankie jetzt schon wieder hin? Was zum Teufel passiert da gerade? Ich habe Frankie nur durch die Gegend fliegen sehen mit einem Mal. So. Hör auf damit. Diese Kombo ist schon ziemlich gemein. Wo man sie einfach den Gegner, greift und ihn durch die Gegend schleudert. Die ganze Schlacht eigentlich nur wegen Frankies Unterhose. Ganz genau. Oh oh. Da oben ist schon unser Anführer erschienen, habe ich gerade gesehen. そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。 出港していくつもの海を越えて幾度もの戦いや困難を乗り切り海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは 全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ。 頭振り絞って一生懸命考えたんですコブンどもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ。でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。
何言うんじゃねえよ。張りぼて修理しかできねえ素人どもめ。これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ。世話してやるよ。おめえらの船の船大工このフランキーが受け負った。 Die Nacken mit der Munition zensiert. Der ist seltsam, das stimmt. So, wir sind noch nicht fertig mit der Mission. Ich glaube, ein bisschen was müssen wir noch machen. So, wie geht's hier unserem... Wir haben Frankie als Anführer, denn ich glaube, der schützt jetzt das Gebiet noch ein bisschen.誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違っても、お前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいか、お前ら。こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけず、うやむやにしようってんなら、それは俺が絶対に許さん。 待ってよゾロ。確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし。それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。 So. So, was muss ich jetzt tun? Pass auf, dass Lysop nicht flieht. Dafür flieht Chopper gleich! Ah! Chopper, was tust du da oben? So. Die wollen nicht so, oder Zorro möchte nicht so ganz Lysop zuhören. Bevor er sich nicht ordentlich entschuldigt, natürlich. Ist okay. Zu verhindern, dass Lysop flieht, ist in etwa so zu verhindern, dass es Nacht wird. Schon. So, ich werde währenddessen hier noch ein paar Leute verprügeln, bis die da hinten durch sind. Das klappt nämlich echt gut mit dieser Attacke, jetzt wo ich die mal rausgefunden habe. Also für einen Gegner ist es schon sehr angenehm. Oder einfach einen nehmen und einfach hier durch die Meute klatschen. Das ist auch ziemlich witzig, bis Lysop und damit allen fertig ist. Oder die ist eigentlich auch ganz gut gegen größere Mengen. Dafür will doch eh jeden mitnehmen. Das stimmt traurigerweise. Sobald einer nur ein kleines bisschen seltsam aussieht. Oh, da haben wir unser nächstes Schatzereignis. Will Ruffy den sofort haben. Das war... das, also wahrscheinlich der Weg, den er geht. Moment, dann muss ich ihn da wahrscheinlich auf... oder?
Der geht wirklich da lang. Verdammt. Warte! Warte, ich muss dich doch verprügeln! Mr. Aokiji! Ich müsste sie verprügeln! Bitte bleiben Sie kurz hier! Kannst du bitte nicht ständig aus meinen Attacken ausweichen? Ich habe dich noch einmal, nicht einmal jetzt getroffen. So. Weg mit dieser dummen Heldenkraft. Einfach wegknallen. Also bisher klappt das noch ganz gut, dass wir den verprügeln. Das hätte der Serie nie so ausgesehen. Ja, schade. Da, einfach die Leute eingefroren. Kannst du bitte mal stehen bleiben? So. Das klappt gerade echt gut. Wie kann man mit solchen Stöckelschuhen rumlaufen? Viel Übung? Vermeide den Kampf. Ups. Wen haben wir denn noch? Ja, wahrscheinlich muss ich auch gegen Gab gleich noch kämpfen, ne? Ah, verdammt. Nein, das ist nicht der Richtige. Oh, shit. Ich bin gleich wieder da. Gegen wen kämpft? Oh, gegen Gab kämpft er da oben. Zoro, please don't die on me. Wo ist Zoro? Da, okay. Du hältst noch ein bisschen durch, ne? Bin gleich wieder da. Ich muss mich da unten noch um was kümmern. Nein, lauf nicht weg! Von dem falschen Weg, hier lang. Zoro hat angefangen mit Gab zu kämpfen. Das Übliche. So, wir müssen ja doch ziemlich angeschlagen schon sein. So, vielleicht kann ich nur so aus seiner Heldenkraft wieder raushauen. Ja, nice. Er ist raus. Na, das dauert noch ein bisschen. Das sah interessant aus, wie ich ihn hin und her geschoben habe. Einfach so, während er rumstand. So, mit etwas Glück noch einmal. Nein! Oh Gott. Nee. Doch! Wir haben ihn. Okay, jetzt schnell zurück. なぜいつものように逃げ出さなかった。お前一人なら CP9から逃げ出せたはずだ。今までとは違うと言ったでしょう。彼らを見殺しになんてできなかった。20年前のあの日、お前を島から逃がした俺には、その後の人生を見届ける義務がある。宿る気もなく飛び回る危険な爆弾を、これ以上放置できない。 俺は今回、小原のすべてに決着をつけるつもりでいたんだ。何より、お前はもう死にたがっていると思った。やっと、宿り人が見つかったのか。ええ。お前を生かしたことは、正しかったのか間違いだったのか。これからお前は、その答えを見せてくれるのか。そのつもり。だったら、 So, und jetzt schnell zu Gab. Nachdem Aokiji uns jetzt im Endeffekt verschont hat.
Weil ich glaube, im Manga war das nur so, dass er einmal ganz kurz noch vorkam und mit eben diese Szene mit Robin geredet hat. Und dann ist er einfach gegangen. Dann mussten wir ihn nicht verprügeln. Hätten wir nicht die Chance zu gehabt. Ja, aha. Locker. Nein, nicht dich. Nein, nicht dich. Nein, ich will nicht den. Gib mir Gab. Wow, hi. Oh, nice. War dem eigentlich Zorro schon ganz gut was abgezogen, wenn ich mal auf die Lebensleiste gucke. Können wir mal Gab schnappen? Das ist nicht Gab. Zorro schon wieder in Schwierigkeiten. Aber wenn ich sehe, gegen was er sich hier so anlegt, das ist kein Wunder, dass er in Schwierigkeiten ist. Nice! Einfach den Typen in Gab reingeschmissen. Nice, ich habe sogar wirklich Gab erwischt. So. Jetzt eben noch warten, dass er seine Heldenpower wieder aktiviert. Huch. Ist auch interessant, wie er sich da einfach hingestellt hat. So, Heldenpower weg. Dann aktivieren wir jetzt nochmal Kizuna Rush zum Schluss nochmal. Das ist Zorro. Er sucht sich einfach die Stärksten. Verprügelt die und stirbt dabei am Ende sogar noch fast. Welp. Nice. Und sogar mit Kizuna besiegt. Perfekt. Was würde passieren, wenn Zorro versucht, vom Kampf wegzulaufen? Das geht nicht. Er kann ja nicht weglaufen. Er rennt an den noch stärkere Gegner. Ah. Hat jemand Soul King gesehen? Sausando Sanigo. Sausando Sanigo. Sausando Sanigo. Was denn? Gab wollte ja Ruffy nicht fangen, er musste ja einfach nur gezwungenermaßen, also war er froh, dass er weg ist. Der eine von der Marine freut sich, der andere chillt. Ey, der wollte sich sowieso mit dem, Ganzen nichts zu tun haben. Der lag da einfach nur rum und dachte sich, ist nicht mein Bier. Ich bin nur zum Beobachten da. Job verfehlt. Wow, trotz den ganzen Gegnern nur ein B. Sad life.
Lasse den Höschendieb nicht entkommen. Nice. So. Das ist wahrscheinlich im nächsten Kapitel oder gehört das noch zu diesem Kapitel? Das gehört noch zu dir, Abenteuer auf der Geistinsel. Werden wir heute aber nicht mehr machen. Ich will nur kurz gucken, wen man benutzen kann. Ah, nice. Sogar Brooke haben wir direkt hier schon. Der kommt in diesem Kapitel rein. Spoiler! Aber prinzipiell werden wir dann beim nächsten Mal dann Frankie verwenden. Auch wieder ganz viele Sachen. Ja, gut. Haben wir auf jeden Fall heute wieder einiges geschafft. Wenn man so gucke, wir haben Skypia, Water 7, Enis Lobby, Water 7. Auch wieder gut was. Nicht diese Map. Ja, ich glaube, es war auch eine komische Map, aber fürs nächste Mal dann.